Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind bei Folge 11 von Beneath a Steel Sky. Comfortable and aesthetically pleasing. Schön, benutzt doch einfach mal. Du sollst es benutzen. Muss ich die Karte da reinpacken oder was? Danke. So, ihr habt nicht viel verpasst. Ich zeige euch mal was, was mir gerade aufgefallen ist. Stimmt, Gabel kommen wir nicht. Vielleicht brauchen wir die auch erstmal gar nicht. Guck mal, was hier ist. Es geht da weiter. Wahrscheinlich müssen wir ein paar Mal hin. So, so weit war ich. Ab jetzt ist gleich wieder, ja, Semi-Quarter, ein Achtel blind, wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet. Das habe ich noch gemacht. Ich habe die Tasche noch geöffnet. Klar, die Funktion öffnen ist jetzt nicht so spannend. Ich habe die Gegenstände eingesammelt und ab da ist es wirklich neu. So, da sammeln wir mal ein. Überraschung. So, also jetzt ist alles brand new. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Dekomprimierer. Dateiüberraschung, Größe 32K, Urheber The Wildy Boys. Wie? Die ultimative Dekompressionsroutine für alle ernstzunehmenden Systemsurfer. Dude. Ja, dann kann ich doch bestimmt auf komprimierte Dateien. Passwort. Okay. Datei Codeknacker Grün, Größe 22K. Urheber L. Freights oder Freights oder Freights Union Sicherheit. Zugriff auf passwortgeschützte Knoten. Löffel Sicherheitsdienst bestimmt. Natürlich. Das werden wir ja nie irgendwie hier rumtricksen. Das andere ist wahrscheinlich Passwort Rot. So. Codeknacker Rot, Größe 22K. Genau, bla bla bla. Genau das gleiche. So, die haben wir. Entschlüsseln, ja. Da können wir noch wahrscheinlich gleich die Dokumente entschlüsseln. Quick Decrypt 33K. Oris und Werner Union Labels. Eine Entschlüsselungsroutine für alle Standard UCSI Dateien. Mein Gott. Da können wir das doch auch wahrscheinlich schon anwenden. Codiert. Kann ich mir die angucken? Kann ich mir wahrscheinlich nur wieder im richtigen, in der echten Welt angucken. Wo geht's denn da lang? Gucken wir einfach mal. War das gut? Ich glaube nein. Ich glaube, das war scheiße. Egal, aber ich kann... nee, Moment, ihr seht das, ich habe das gar nicht. Ich kann mir das tatsächlich wahrscheinlich nur im Link-Terminal angucken. Was ist der Augapfel? Ist der Feind? Soll ich mich jetzt total mit allen Apple-Nutzern gerade anlegen? Okay, dann gehen wir da lang. So, was haben wir denn da Schönes? Okay, da können wir nichts anklicken. Was bringt mir das jetzt? Komme ich hier irgendwo? Gibt es hier irgendwo einen Weg? Ach, das sind wir. Ach! Ich Doofkopf! Das sind die Portale! Jetzt habe ich das endlich mal geschnallt! Ach, das sind die Türen! Okay, da muss ich mir einen Weg bahnen. Der macht den. Was ist jetzt, wenn ich den jetzt wieder wegnehme? Und dann setze ich den da rein. Ich bin in solchen Sachen extrem gut übrigens. Achso, da. Hahaha. Ich sehe schon, da kommen wir so hin. Ja gut, dann ist das der Gag. Also ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich könnt ihr das draußen 10-mal schneller, aber ich mach das jetzt einfach mal so. Und setze das dann da ein. Dann nehme ich den anderen wieder mit.
große Reise machen. Nein, das tun wir schön drin. So, dann den da rein. Theoretisch. Was das, ne? Ich sag jetzt einfach mal, das war's. Eine Büste. Und ein Buch. Okay. Machen wir das. Phoenix. Was ist denn Phoenix? Phoenix-Programm. Größe 64K. Seagray Union Sicherheit. Eingeschränkte Verwendung. Nur in Übereinstimmung mit Link-Anweisung 889. Also wahrscheinlich irgendein Programm. So, dann können wir die eben kurz auch entschlüsseln. Zack. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Das war der Cyberspace. Aber da müssen wir mit Sicherheit noch öfter rein. So, dann wollen wir nochmal gucken, was uns das jetzt am Link-Terminal bringt. Wir haben doch jetzt neues Spielzeug. Jetzt weiß ich auch, warum da ein Link-Terminal ist, ist klar. Damit man sofort ausprobieren kann, was man alles gefunden hat. So, was haben wir denn? Haben wir Persönliches? Irgendwas anderes? Nein. Ortsverzeichnis. Nein. Union City News. Nein. So, dann dürfte hier nur Sicherheitsdienst neu sein. So, dann wollen wir mal gucken. Dokumente müssen doch jetzt offen sein. Ja, jetzt haben wir drei Stück. Schön. Besprechung, Doc. Spezialagent Doc Nummer UO oder U088H2 Reich. Subjekt Overmann, R. Mutter Nummer VP06N9 Piero Maria. Geboren in Hobart. Kind entzogen nach illegitimen Fluchtversuch in Richtung Hobart. Abbruch des Fluges in Gap. Kein Kind an Abschlusszelle gefunden. Ach, wir sind Overmann. Oder was? Boah, ich keine Erinnerung mehr, ey. Besprechung Doc Fortsetzung. Overmann unter allen Umständen zu Link zurückbringen. Subjekt trägt jetzt den Namen Foster. Das ist er! Wir sind Overmann! Geil! Bericht Doc. Spezialagent Nummer bla bla bla. UO88H2 Reich. Subjekt Nummer PC49Y2 Lamp. Keine Berechtigung für Erhöhung des Status und Beförderung zum Aufseher. Verdacht auf illegale Manipulation. Maßnahme Überwachungsstufe 3. Okay, also Lamp ist ein Arsch. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Phoenix Doc. Spezialagent Nummer UO oder U088H2 Reich. Subjekt Statusbereinigung. Der Überbringer ist zum Gebrauch berechtigt. Phoenix Status wird an der Versammlung durch Ermittlungen außer Kraft gesetzt. Sicherheitsdienst Sondereinheit. Okay. Okay. Das haben wir. Besondere Befehle haben wir auch, ne? Genehmigung vorübergehende Aufhebung des Link-Status gewährt. Status gewährleistet Zugang zu allen Sektoren. Dauer 48 Stunden. Das sollte reichen. Cool. Das heißt, ich habe jetzt Access all areas? So my real name is Robert Overman. Richtig. But why does Link want me? Weil du wichtig bist. And what's happened to my father? Das werden wir jetzt noch rausfinden. So, das haben wir. Was wir ja noch haben... Ich weiß, ich bin kein Freund der Haustiere. Wir müssen noch die Katze füttern. Komm ich denn hier wieder zurück? Komm ich denn hier zurück? Wie gut, dass ich mir da gar keine Gedanken drüber mache. Oder kann ich jetzt aber den Fahrstuhl benutzen? Ja gut, ich meine, jetzt habe ich... Kann ich überall hin. Only way out. Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber wir haben ja jetzt Berechtigung zu jedem Scheiß, ne? Also wenn wir das nicht dürfen, wer denn sonst? Wir haben ja jetzt hier Ober-Admin, Supervisor, dreifach A+, Zugang. Ach, dann kommen wir von der anderen Seite raus. Geil! Mit Novel quatschen. Okay. Oh. Sam hat auch nichts Neues, ne? Never mind. Okay, da komme ich da raus. Schön! Ha!
Hallo Joey. Gut, das haben wir. Das ist auch geklärt. So, dann wollen wir mal. So, komm, Robo. Fragt er jetzt nach, oder? Müssen wir darauf achten. Come on, Joey. Fragt er. Gut. So, jetzt gehen wir Katze füttern. Und jetzt müssen wir theoretisch... Geil. Endlich passiert wieder was in diesem LP. Das heißt, dann konnten wir auf jeden Fall die nächste Etage auch wieder runter. Schön. So. Nee. Quark. Andere Seite war das, ne? Bewundert meinen Orientierungssinn. Jetzt in den Kommentaren. Bewundert ihn toll, findet ihn großartig, liebt ihn. Dann müssen wir hin. So. Achso, kann ich einfach die Karte benutzen? Meine hat uns ja gesagt, dass wir es dürfen. Reicht das? Ich denke mal ja. So. Spielen wir da erstmal mit allem rum, was hier rumsteht. Might have guessed Lam would have a TV screen like that. Big, showy and ostentatious. It's got more buttons than a maternity dress. Aber er hat noch einen V-Recorder. So toll ist die Zukunft ja auch nicht. Robots I can program, but not video machines. Lutsche. It's a food dispenser. Okay. Gut. Da freut sich Kitty. Kann also nichts mehr machen. I'm not putting my hands in that stuff. Nein? It's full of tubes and fatty bits. Ach komm, habt ihr mal nicht so. Hast du aber schon Schlimmeres in der Hand gehabt. I'd like that, if it wasn't for the fluffy sheep. So. Videokassette, okay. It's titled Pussies on Parade. Ist bestimmt Erwachsenenunterhaltung. I didn't picture Lam as a reader of books. Hat die nur zur Show. They're fake. Just empty cardboard boxes. Shit. That looks comfortable and inviting. The cushion is covered in grease and cat fur. So, was ist denn noch so alles für Bilder hier? That's pathetic. I could do better. That's pa- The artist must have been on something. Das ist ein bisschen kritisch, kann das sein? Das war's, ne? Mehr ist hier nicht. Das alles für ein Videoband. Na schön. Gut. Das haben wir auch. Dann haben wir das doch eigentlich auch erledigt. Mehr gibt's doch hier nicht. So. Dann können wir doch jetzt weiter nach unten. Hey, jetzt wird was Neues. So, komm. Oh no! Joey must have forgotten he changed shells. Warum? I hope his board isn't broken. Ach, der Trottel ist gesprungen! It's too heavy to carry. I ought to move that trash. Super. Haben wir jetzt eine Aufgabe, die wir gar nicht vorher haben wollten, ne? Spitze. Ja, damit habe ich natürlich nicht gerechnet.
A pallet of bricks suspended from a pulley. Far too heavy to lift. Okay, wir müssen also wieder unseren Roboter basteln. Gut, dann quatschen wir nochmal mit der Wache. Und dann können wir hier auch die Folge beenden. What's through that door? It's off limits to the likes of you. I just wondered where it leads. It's the old cathedral. There's nothing interesting in there. In fact, it's empty. Why guard an empty cathedral? I'm not guarding it exactly. I'm just standing here. Preventing me from entering. Yes. Super. Do you know the woman with the dog? Oh, yes. That's Mrs. Beaumont. The richest woman in Union City. Okay. And the ugliest. Ja, sollte sie mal eine OP machen. Dann passt das wieder. What's the best way out of the city? There isn't a way out. Then the inhabitants are no better than prisoners. That's the price of progress. Never mind. Kann ich mit der nochmal eben quatschen? Excuse me. Geht. Hello, darling. Ah. I don't believe we've met. No, I'm a stranger here. I'm Mrs. Pyrmont. But you can call me Daniel. Ah. The beginning of a friendship. And friendship is magic. How do I get out of the city? Now, why would you want to do that? There's nothing in the gap but sand and savages. But that's where I live. Ooh, how ghastly for you, my dear. Wie dumm, ne? What's the mutt's name? Well, really? He's not a mutt. His name is Spunky. Spank the Spunky fällt mir gerade ein. He looks like he's got fleas. He has millions of them. But he's allergic to the flea powder. Ach, schlimm. Why don't you give him a good bath? Oh, I've tried, but he can't bear to get wet. Do you know someone called Overman? Why, yes, I do. He worked with my husband, Professor Pyrmont. Why? Are you interested in Overman? He was my father. I'm sorry, but I don't believe you. Overman's only son died in an accident. That was no accident, Mrs. Pyrmont. It was deliberate sabotage by security. My mother was killed, but I survived. And I've read a document which proves it. Incredible! Your mother was a great friend to me. If there's any way I can help you, just ask. Das ist doch schon mal cool. Gut, dann würde ich sagen, wir sind auf einer neuen Etage. Wir haben hier schon wieder eine tolle Aufgabe mit dem Plunder hier. Super. Das hätte nun gar nicht sein müssen. Joey, du Troll. Und dann gucken wir mal, was wir auf dieser Etage so machen. Ich bin euer Mr. Wender 1974. Und ihr wisst ja, es wird wohl dieser Let's Player mit dem Blunder anstellen. Wird er ihn wegwerfen? Wird er ihn bei eBay verkaufen? Oder wird er einfach dagegen treten? Bleiben Sie beim nächsten Mal dabei. Wo sollten Sie auch sonst hin? Sie haben ja sonst kein Leben. Aber einen schönen Turm. Heul. Wir sehen uns beim nächsten wieder. Mal wieder. Und so. Bis dann. Tschüss.